Willkommen zurück für die paar, die noch da sind. Wir versuchen hier die Sauna zu erobern. Das ist gar nicht so einfach. Spiel nennt sich Hotline Miami. Ich habe das immer Ewigkeiten Hotel Miami genannt. Weiß nicht so richtig warum. Aber so bin ich halt. Weil alles nach richtiger Kultur klingt, das mit Hotel anfängt. So wie Hotel New Hampshire. Das ist, glaube ich, keiner. Das ist niemand, der da. Das ist irgendwie so eine Statue. Oder eine Leiche. Also, das ist so ein kleiner Springbrunnen, wird das sein. Aha, mit Medicate. Warte mal, dann kann ich den so. Oh, ich habe keine Hotel Munition. Hotel California. Das wäre beinahe schief gegangen. Keine Munition mehr. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ach, halb so wild. Mir fallen noch keine weiteren Kulturgüter, die mit Hotel anfangen, ein. Oder doch? Sage Clear! Jetzt? Nee. Ich bleib mal bei der. Beziehungsweise zurück. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder die Bullen. Du musst nur noch raus. Oder ist es noch nicht Chapter Clear, sondern nur Stage Clear, gell? Ja, aber hier ist doch keiner mehr. Da waren wir schon. Ah, da ist noch eine Etage. Noch ein Flügel. Oh, shit. Der lebt auch noch. 32 Schuss statt 24. Danke. Oh shit, da war keine Tür. Mist, beziehungsweise sie war offen. Das habe ich so nicht gesehen. Boah. Moment, ist der da oben noch? Ja. Komisch, hat sich nicht bewegt. Dann halt so, Kollege. Oh, ein Hund. Oh, Achtung, Boss. Boah. Die sind halt extrem schnell immer. Beigeschossen. Oh, shit. Ein Schuss hast du. Der Kommentar kam leider zu spät. Sag mal, kann man die Hunde nicht umschubsen? Keine Ahnung. Das sind ja keine Kühe. Macht man aber auch nicht, Kühe umschubsen. Das gehört sich nicht. Nee? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass der Bauer hört, dann ist da mächtig was los. Ah, Mist, den hatten wir, aber nicht gut geplant. Geil, wie er erst mal guckt. Ups. Ein bisschen wie die Pulp Fiction-Szene auf dem Klo, wo Dings stirbt. John Travolta. Schreibt der erste Spoiler. Ja, wer Pulp Fiction noch nicht gesehen hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Kann ich auch nicht mehr helfen. Genau. Ich will, wie er John Travolta stirbt. Und es ist nicht mal auf dem Klo. Das war endgültig. Wir haben zumindest schon mal die meisten Gegner erwischt. So, ich gehe mal auf Nummer sicher. Da ist ein Hund. Ist hier noch was? Sind hier irgendwo Fenster? Hier sind Fensterscheiben dazwischen. Das sind übrigens ganz komische Räume. Da gibt es zwei Räume, in denen nur Sofas und Fernseher sind. Oh, keine Munition mehr. Aber er hat Gott sei Dank Badewanne im Flur. Kurz davor Interesse verloren. Das wird hier so ein exklusiver Club sein. Für exklusive Leute. Oh, da ist nicht so Schönes passiert. Ja, bleh. Schaffe ich es da rein in den Raum und. Ja. Achtung. Da war es nur noch hin. Und bestimmt kommt wieder das SWAT-Team, weil das wirkt alles noch. Ah! Schade. Und der Lauf war so gut. Wirkt alles noch recht machbar gerade. Achtung, der lebt noch. Boss? Like Boss. Ah! Der steht nochmal auf. Danke.
Danke, und legt sich hin, endgültig. Der steht nicht mehr auf. Nur ein Schuss, drei Schuss. Ich brauche halt auch den blöden Boss. Reicht die Munition nicht. Shit. Jetzt schon. Ah, doch. Oh, hä? Okay. Den hat es offensichtlich doch irgendwie erwischt. Das sieht aus wie irgendeiner aus einem Larry-Spiel. Oder war es aus einem Monkey Island-Spiel? Oh, 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 oh. Achtung, lebt noch. Ja. Jetzt sind sie alle tot, oder? Ja, und Munition ist auch wieder voll. Ein paar Eingemetzel. Gar nicht so schlecht. Da sind noch drei. Hm. Ich sollte mir wahrscheinlich den mit dem Gewehr... Oh, warte mal, gut. Warte mal. Vorsicht. Lebt noch. Lebt nicht mehr. Stage clear. Wo geht's jetzt hin? Was ist denn hier noch los? Ich weiß nicht, aber hier müssen wir zumindest wieder raus. Chapter clear. Achtung, jetzt kommen bestimmt wieder die Bullen. Nee. Nee? Nee, ich kann nicht. Okay. Cool. Ja, wenn sie haben einen Einsatz gefahren, das wird ja wohl reichen. Also man darf auch nicht zu viel erwarten. Stimmt, für die Pension, da steht... Das war ganz schön kompliziert und prickelig und ein bisschen auch frustrierend. 4 plus. Aber eine neue Waffe unlockt. Nicht, dass wir irgendwie groß was machen würden mit diesen neuen Waffen. Uns wird ja diese eine Ebene des Spiels sowieso völlig entgehen mit dem geheimen Ende. Und, ja. Und uns entgeht da, glaube ich, sowieso viel. Aber da müssen wir, glaube ich, nur ein bisschen Kommentare lesen und dann kriegen wir schon ein bisschen was mit. Was kommt jetzt für eine Maske? Das Problem ist... ein Affe. Willem. Problem ist, dass hier die Spoilergefahr recht hoch ist. Wenn ich Kommentare lese, könnte da gut und gerne bestimmt der eine oder andere Spoiler drin sein. Das ist eigentlich das Einzige, was überhaupt noch spannend ist, diese Story, der Teile dazwischen. Da ist wieder der eine kaputt geklappt und ja, der und da ist wieder der andere. Ja. What are you looking at? Er kennt uns, wir schon recht bekannt aus oder ihm kommen wir. Dabei haben wir doch ständig Masken auf. Ja. Ob wir uns schon mal getroffen haben? Er weiß es nicht. Aber hier gibt es jetzt auch nicht mehr. Nichts mehr. Komisch. Killt er jetzt nur noch so vor sich her? Was ist los mit ihm? Ja. Er hat sich völlig verloren. 8. Juni. 8. Juni. Da liegt jetzt eine Zeitung auf dem Küchentisch. Ist jetzt auch ganz schön... wer ist er denn? Wow. Das ist einer von den Bossen. Schau mal, was da... Kann ich hier lesen? Nee. Was meint ihr denn immer mit? Was sollen wir denn da noch anschauen? Es gibt halt so irgendwas. Die Wäsche. Ah, die Mail ist aber noch da immerhin. Ja, aber sie spricht nicht mit uns. Jim aus dem Büro ruft an. Und unser Report ist überfällig. Morgen früh. Morgen um 8. Will er es auf seinem Schreibtisch haben? Und zwar in der und der Straße. Klick, 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 klick. Was ist das denn gerade gewesen? Klick, 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 klick. Ist das Morsecode? Wahrscheinlich. Oder Mausecode, wie ich es jetzt so gehört habe. Kannst du den, Morsecode? Nee. Eigentlich, das sind eigentlich so, Chapter 11, Deadline. Braucht man jetzt aber auch nicht mehr oft. Ich weiß nicht, aber vielleicht, wenn wir in Richtung Rip and Steel, ich bleib Lümünde mit dem extra Ammo, das fand ich gar nicht schlecht. Falls jetzt doch irgendwie Endzeit oder sowas mal kommt, wäre das wahrscheinlich gar nicht so unnütz, einen Kommunikationsweg zu kennen. Also ich kann 3 Buchstaben. Ach, schade. War eigentlich gar nicht so ein schlechter Lauf. Was war denn das für eine Waffe, die er hat? Wenn ich jetzt das D noch lerne, dann könnte ich zum Beispiel da so morsen. Da spricht mir einer von mir wissen will, wo es denn lang geht, kann ich ihm das per Morsecode. Ne? Was hat denn der da? Wo? Diese eine Waffe, die der da hat. Aus wie so Bleirohre oder sowas. Ganz schön schwierig. Zumal es sieht so leicht aus. Ja, bewusstlos kriegst du alle ruckzuck, aber damit einer nach dem anderen aufsteht. Okay. Muss man sie einen nach dem anderen wieder hinlegen. Pass auf. Oh, 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 oh. Ah. Shit. Ach, das ist eine Silencer-Gun. Der Song ist so geil. Ja. Achtung,
Vorsicht, da ist für alles verglast, gell? Schauen wir mal kurz, was hier so ist. Da geht's so nicht weiter. Da sind zwei, einer bewaffnet, einer nicht. Ach süß, der merkt das gar nicht. Die ist halt lautlos. Stage clear. Hm. Cool. War verdächtig einfach. Ab in den Aufzug. War, glaube ich, gerade irgendwie ein Wallbug. Ist das hier ein Teil des Raumes, oder? Ich glaube, ja. Kopiere. Ah ja, doch, die kann hier lang gehen, tatsächlich. Ja, das war nicht so clever. Das sind noch vier Schuss. Vorsicht, da ist Glas. Aber da liegt rechts noch was. Ja, liegt noch eine Waffe, genau. Was hast du noch? Die ist super, ehrlich gesagt. Und die hat keinen Schuss mehr. Okay. Nein, ach, das stimmt, der hat sie ja leer geschossen. Trottel. Achtung, Glas. Ja. Sorry, ist hinten eigentlich zu spät gehört. Unten. Ach, das ist ein Fahrstuhl, der dann aufgeht. Das ist ja geil. Aber jetzt haben wir die gleich nochmal voll. So. Könnte ganz gut laufen. Nee. Ich würde erst die hinter dem Glas kaputt machen. Ja, oder den da. Silencer Gun hat schon was. Insofern ist das Spiel echt cool, wie es auf Geräusche reagiert. War eh nicht gut. Hä? Sorry, ich dachte, ich hatte den erwischt. Achtzehn Schuss. Du meinst den hier? Ja. Und den anderen auch gleich. Genau. Klappt. Oh, oh, oh. Die rennen hier ganz schön nervös durch die Gegend. Oh, hä? Wieder. Ach, das ist eine Fensterscheibe. Ja. Das war fies mit den Fensterscheiben. Maschinengewehr da. Aber die hauen ab. Wir hatten Rohr, Schrotflintenmann, kommt auch. Keine Munition mehr. Ja, der kommt hier nicht in den Raum reingelaufen. Zwei sind zu viel da oben, oder? Ja. Wenn einer wegschaut, kannst du einen taggen und erwischen. Oh ja, oder er dich. Guck mal, wenn sie sitzen, dann kann man sie doch auch erwischen. Tja, das den Workout. Mehr, aber hier sind noch 18 drin. 18 kann deine Freunde und sie können alle schneller rennen als du. Das ist den hier, oder? Das ist dein Spiel. Jetzt geht das wieder los. Ja. Ich werde dir nur fürs Quatschen bezahlt. Ah! Der Lauf war so gut!
Oh, der Würstchen. Ja, oh, okay. Shit. Und sich hinter die Tür stellen müssen, damit das klappt. Na gut, aber irgendwie ist es ein cooler Raum. Also mit der lautlosen Waffe, das mit der schallgedämpften Waffe, das bringt nochmal irgendwie eine andere Ebene rein. Finde ich mal ganz interessant. Irgendwie eine Armbrust oder sowas fehlt. Ja. Fall und Bogen. Fall und Bogen macht jedes Spiel besser. Ja. Vielleicht kommt es ja, vielleicht erleben wir es in der nächsten Folge. Ihr seid dabei, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn nicht, guckt euch irgendwas anderes an. Wenn nicht, guckt es euch trotzdem an. Bis dann. Tschüss.